Warum Sie als Geschäftsführer, aber auch Ihre eigene Personalabteilung keine Ahnung vom Thema Mitarbeitergewinnung hat. Mein Name ist Max Grinder, Geschäftsführer und Inhaber der FM Recruiting. Die FM Recruit ist eine TÜV-zertifizierte Marketingagentur mit Sitz in Hannover und wir haben in den letzten 4 Jahren über 250 Pflegebetriebe erfolgreich betreut im Thema der Mitarbeitergewinnung. Wir erleben tagtäglich in Gesprächen mit Geschäftsführern, Heimleitern, aber auch letztendlich Personalverantwortlichen oder Personalabteilungen, dass es oftmals ein Trugschluss ist, dass die Geschäftsführung oder die Personalverantwortlichen Ahnung vom Thema Mitarbeitergewinnung haben. Was heißt das konkret? Wir stellen in der Ist-Analyse immer wieder fest, dass eigentlich das Thema Mitarbeitergewinnung in der Geschäftsführung teilweise vielleicht angesiedelt ist, aber eventuell der Platz an der falschen Ecke ist. Bedeutet, Sie haben letztendlich mit operativen oder administrativen Themen zu tun. Das heißt, Sie kümmern sich um die Unternehmensentwicklung, aber auch letztendlich vielleicht als Personalabteilung kümmern sich um das Thema der Lohnabrechnung, das Thema Verträge etc. Das ist Ihr Kernthema, sodass letztendlich nur ein kleiner prozentualer Teil für das Thema Mitarbeitergewinnung überbleibt. Ja, deswegen merken wir immer, natürlich können keine Ergebnisse in diesem Thema erreicht werden, weil der volle Fokus gar nicht darauf gesetzt wird. Und das ist einfach oft ein Thema, warum letztendlich auch Geschäftsführer oder Sie vielleicht als Pflegebetrieb auch keine passenden Mitarbeiter finden, weil Sie einfach die personellen Ressourcen gar nicht haben, um das wirklich am Ende des Tages gut abzudecken. Ein weiterer Punkt ist das Thema fehlende Marktkenntnisse. Was heißt überhaupt fehlende Marktkenntnisse? Sie sagen sich, okay, ich kenne noch meine Wettbewerber in meiner Region, ich kenne noch Pflegefachkräfte, die vielleicht wechselwillig sind, aber am Ende stellen wir immer wieder fest, wenn wir letztendlich mal in diese Gespräche gehen und mal fragen, okay, warum wechseln denn vielleicht Pflegefachkräfte aus ihrem Betrieb zum Mitbewerber? Dann wird oft gesagt, weil sie unzufrieden sind. Das ist natürlich eine sehr pauschale Aussage und wir müssen einfach auch hier mal in die Tiefe gehen, okay, was sind denn vielleicht Wechselgründe, warum Fachkräfte zu einem anderen Anbieter bzw. zu einem anderen Pflegebetrieb oder Pflegedienst wechseln? Und wenn Sie diese Gründe gar nicht kennen, dann können Sie auch hier gar nicht ansetzen, weil Sie gar nicht wissen, auf was legen denn letztendlich Pflegefachkräfte Wert und was sind vielleicht auch Wechselgründe, warum letztendlich Pflegefachkräfte wechseln. Das bedeutet, nicht nur das Thema fehlende Marktkenntnisse, sondern auch das Thema fehlende Erfahrung spielt hier eine Rolle. Stellen Sie sich doch selber mal die Frage, was haben Sie die letzten 6 bis 12 Monate für Maßnahmen gemacht oder letztendlich angeschoben für das Thema Mitarbeitergewinnung? Mir kommen da klassisch in den Sinn Zeitungsanzeigen, eBay-Kleinanzeigen, Agentur für Arbeit, Homepage und Co. Das sind so die Klassiker, die unsere Kunden vor der Zusammenarbeit immer angeschoben haben. Der Effekt ist zero, also null. Das heißt, es kommen keine Bewerbungen, es kommen vielleicht 2, 3 Bewerbungen, aber am Ende des Tages kommt nicht die Anzahl, die letztendlich in ihrer Einrichtung benötigt wird. Das hat natürlich den Effekt, dass sie langfristig in Bedrängnis kommen. Bedeutet, sie müssen Dienstpläne umschiften, sie müssen vielleicht Kollegen ein bisschen Überstunden machen oder sie müssen vielleicht auch im Worst Case zum Thema Zeitarbeit greifen. Und das sind einfach Faktoren, die Ihnen als Geschäftsführer jede Menge Geld kosten. Das heißt also, nicht nur das Thema fehlende Erfahrung ist hier ein Punkt, sondern auch, dass Sie gar nicht wissen, wo soll ich denn als nächstes nach Pflegefachkräften suchen? Und was sind denn vielleicht auch Stellschrauben, die Sie in Ihrem Betrieb letztendlich drehen können, um eventuell in den nächsten Monaten 3, 4, 5 weitere Bewerbungen zu bekommen? Das heißt, wir als Agentur schauen uns einfach an, okay, was machen Sie denn Stand heute? Was ist der Status quo? Und wohin soll letztendlich auch die Reise gehen? Weil das, was wir Ihnen mitgeben können, ist, wir haben 250 Pflegebetriebe sehr, sehr erfolgreich betreut. Und es sind meist sehr, sehr kleine Schräubchen, die wir drehen, aber die einen sehr, sehr großen Effekt im Thema Mitarbeitergewinnung haben. Weil wir als Agentur sind letztendlich darauf spezialisiert. Das heißt, wir machen nichts anderes, außer letztendlich Pflegebetrieben im Thema der Mitarbeitergewinnung oder im Thema der Arbeitgebermarkenbekanntheit voranzutreiben. Und deswegen können Sie sich da auch auf eine Expertise letztendlich verlassen, wo Sie letztendlich wissen, okay, wenn ich mit dieser Agentur zusammenarbeite, die vielleicht auch TÜV-zertifiziert ist, so wie wir das sind, dann können Sie am Ende des Tages Ergebnisse erwarten und dann können Sie letztendlich auch schneller und bessere Ergebnisse erwarten, als wenn Sie das vielleicht A, in Eigenregie machen oder B, mit der eigenen Personalabteilung abdecken. Weil dann haben Sie einfach diese Ressourcen, die Sie mit uns sozusagen haben, kann Ihre Personalabteilung in der Regel gar nicht darstellen. Und das, was wir auch immer wieder feststellen, ist, dass einfach keine Kommunikation herrscht. Das heißt, die Personalabteilung spricht nicht mit der Einrichtungsleitung, spricht nicht mit der Geschäftsführung, spricht nicht vielleicht mit der Pflegedienstleitung, weil die Personen, das heißt also das Team, was bei Ihnen an der Front ist, die wissen auch, welche Mitarbeiter brauchen wir denn? Was für ein Typ wird gesucht oder Typin? Ja? Wie soll der letztendlich sein von der Persönlichkeit her, damit er sich auch langfristig im Team integrieren kann? Was wir oft erleben ist,
okay, wir haben einen Bedarf an Mitarbeitern und jetzt informieren wir mal unsere Personalabteilung, dann schiebt die das ganze, also die ganze Thematik an. Wir machen jetzt vielleicht Zeitungswerbung, wir präsentieren vielleicht uns auch auf Facebook, Instagram und Co. Aber es wird nicht hinterfragt, okay, was für eine Person suchen wir denn? Und der letzte Punkt, der uns letztendlich immer wieder auffällt, ist das Thema Miteinander und offene Kommunikation. Das heißt also, wenn wir merken oder wenn Sie letztendlich merken als Geschäftsführer oder eventuell auch in der Personalabteilung, okay, wir brauchen gute Fachkräfte oder Sie sind vielleicht auch examinierte Fachkraft und sehen jetzt dieses Video und sagen sich, hey, bei uns im Betrieb, wir brauchen auch gute Fachkräfte, dann erleben wir das immer wieder, dass das vielleicht an die Personalabteilung herangetragen wird und dann auch Maßnahmen ergriffen werden. Aber es wird nicht mal die Frage gestellt, okay, was suchen wir denn überhaupt? Ja, wir suchen eine examinierte Fachkraft, aber wie soll die denn letztendlich sein? Was soll das letztendlich für ein Typ sein? Und hier gucken wir einfach, dass wir eine zielgerichtete Ansprache haben, dass wir sozusagen bei dem Bewerber anziehen, schon die richtigen Kandidaten für Unternehmen gewinnen. Das bedeutet, sie haben dann letztendlich auch nur noch die Auswahl von guten, qualifizierten Fachkräften, die ihrem Anforderungsprofil entsprechen. Und da erleben wir immer wieder, dass einfach gesagt wird, okay, es herrscht ein Fachkräftemangel, Hauptsache ich kriege Bewerbung und ich stelle erstmal jemanden ein. Aber was das vielleicht für Auswirkungen haben kann, für das Team, für Sie als Unternehmen, für die pflegerische Qualität, das wird erstmal hinten angestellt. Das sollte aber nicht so sein, weil Ihre Prämisse sollte es sein, dass Sie die pflegerische Qualität sicherstellen können, dass Ihr Team weiter wächst und auch letztendlich weiterhin Bestand hat. Und das sind Dinge, worauf Sie am Ende des Tages sehr viel Wert legen sollen. Das heißt, wenn Sie als Geschäftsführer, Heimleiter, Pflegefachkraft oder eventuell auch Personalverantwortlicher sagen, okay, wir unternehmen doch schon fast alles, wir kriegen aber keine Bewerbung, wir können keine qualifizierten Mitarbeiter einstellen oder wir wissen auch gar nicht, okay, das, was unsere Personalabteilung macht, hat das denn überhaupt Sinn? Ja, also kann das letztendlich auch Erfolg garantieren? Wenn Sie sich dafür entscheiden, wenn Sie sich jetzt proaktiv dafür entscheiden und sagen, okay, ich möchte das Ganze mal unter die Lupe nehmen, das heißt, ich möchte mal schauen, das, was ich Stand heute mache, bin ich auf dem richtigen Weg, dann bewerben Sie sich für ein kostenfreies Erstgespräch auf www.fm-recruiting.de. Gemeinsam mit meinem Team analysieren wir einfach mal Ihre Situation und schauen, okay, wie können Sie sich letztendlich da noch viel, viel besser am Arbeitgebermarkt positionieren, dass Sie in nächster Zeit mehr Bewerbung von guten Fachkräften anziehen.